Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz und wir machen wieder Pineview Drive, den Talk 30 heute, also den letzten Talk, da wollen wir mal sehen, wir sind ja letztens in die Gruft runter, nicht? Aber wir machen auch bei der letzten Folge, bleibt es nie aus, nicht? So, da bin ich ja gespannt, was uns da unten alles erwartet, jetzt. Da bin ich ja wirklich gespannt. So, da wollen wir mal gucken. Ich sehe gar nichts. Oh, da ging ja der Deckel zu. Jetzt müssen wir ja hier runter. Oh Gott, ein langer Gang. Wir rennen mal lieber nie. Hauptsache es ist nicht so wie bei Obscuritas, dass wir hier fallen. Und dann machen wir den Mist 50 mal von vorne. Oh Gott, wie viele Batterien haben wir? Wir haben gar nicht mehr so viel. Ich kann jetzt gar nichts, ich weiß gar nicht, ob wir da noch was finden. Was anmachen, eine Kerze. Oh. Wo müssen wir lang? Das ist die Frage aller Fragen. Wo geht's denn hier lang? Oh Gott, wir biegen erstmal links ab. Wir verirren uns bestimmt hier unten. Ich sehe das schon. Ach du liebe Güte, was ist das denn? Sind ja lauter Schatten. Uhuhu. Oh Gott, wo geht's denn nun hin? Wer sitzt denn da hinten? Hilfe! Oh Gott, hier verlaufen wir uns doch hoffnungslos. Schneiderpuppe. Oh. Jetzt sind wenigstens mal noch Batterien. Muss Licht machen. Das ist ja. Tja, wo geht man nun lang? Du meine Güte. Ah, du meine Güte. Liegt eine alte Lampe. Aber Batterien liegen ja keine rum. Also hier geht's schon mal nicht weiter. Oh, jetzt sind wir glatt an der Wand dran gelaufen. Da gehen wir mal da lang. Wir müssen bestimmt wieder alles zurück. Ich weiß ja nicht, ob man, wenn man rennt, ob man dann hier noch was übersieht. Wo sind wir denn jetzt? Hier waren wir doch schon. Ach ne, hier steht kein Korb. Keine Kiste. Gott. Thank you.
Ist ja jetzt unheimlich hier. Ach, schon wieder? Jetzt die Frage, sind wir da immer auf dem richtigen Weg? Ja. Oh, hier ist wieder eine Tür, brauchen wir bestimmt wieder einen Schlüssel. Nee? Was ist denn das? Ein Klo? Voll Teufel! Was soll mit so einem Klo? Finden wir was? Die schon alle überliefen, die Klosets. Hier ging es immer noch. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Hilfe! Hilfe! Schon das Spiel um. Oder? Da ist ich mich. Da ist noch eine Tür. Küche, oder was soll das sein? Mensch, mach doch nicht mehr das Licht aus. Und was soll man jetzt hier finden? Die Puppe, oder was? Was wäre ja mein Netmans hier nochmal? Oh, was liegt denn dort? Ah, Batterien. Batterien. Ja, aber wenn wir jetzt wieder hier, ne? Dann brauchen wir die alle noch. Hier ist irgendwie mal eine Kerze in dem Gang, die man anmachen könnte. Nicht immer das ist da. Hier waren wir schon, oder? Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Was müssen wir denn eigentlich finden? Die Puppe? Ich habe keinen Plan mehr, was wir hier machen sollen. Oh, was ist das? Ich habe auch keine Ahnung, was wir noch finden sollen. So richtig bin ich jetzt ein bisschen Rudi ratlos. Nochmal Batterien. So rum oder so rum? Ich weiß es nicht mehr. Ich verliere die Orientierung. Nee, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Ja, wir sind hier.
Hier sitzt sie doch wieder. Na! Wo muss man nun lang? Ja, da nie. Ich sehe gar nichts mehr hier. Wird das ständig dunkel? Was mache ich denn? Jetzt? Tja. Wir gehen hier lang. Ich habe keine Ahnung. Ah ne, hier ist noch eine Spinnwebe. Nee, wie? Gruselig. Sind noch Nischen. Das auch. Eine Heizung, also dass es uns hier unten nicht so kalt wird. Eine Nische. Ja, Leute, was machen wir denn hier unten? Was machen wir hier unten? Das ist direkt unheimlich. Vor allen Dingen, ich weiß ja gar nicht mehr, wo wir sind. Da gucken wir hier hin, liegt noch was rum. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Batterien. Oder so. Ich doch. Ja, wenigstens das. Tja, jetzt weiß ich schon ohne, ob die Richtung jetzt richtig war. Ah, hier. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Hilfe! Na klar, wieder im spannendsten Moment. Geht's Licht aus? Was macht man jetzt? Tja, müssen wir denn immer hinterher hin und her laufen oder müssen wir einfach mal stehen bleiben? Das ist die Frage. Wir trinken einen Schluck D. Vielleicht fällt mir hier dann was ein. Jetzt ist wieder offen. Es ist wieder offen. Es ist wieder offen. Es ist gut, dass wir mal einen Schluck Tee getrunken haben. Tja, aber wie nun weiter, nicht? Hier ist noch eine Tür. Werkzeug, Würstzeug, eine alte Matratze. Oh, hier liegt ein Schlüssel. Na, da bin ich ja gespannt, ob wir den noch brauchen.
Ruhe! Ja? Gut, das sind nochmal Batterien. Das brauchen wir hier unten dringend. Gut, dass wir immer ein bisschen gespart haben. Ne? Und ich klar alles verplempert. Oh Gott, ich werde jetzt unruhig auf meinem Sessel. So, da haben wir einen Schlüssel und Batterien. Aber wo wir raus müssen, das weiß ich auch noch nicht. Aha. Huch! Und wir sind immer noch nicht draußen. Jetzt sind wir hier in dem Krankenzimmer. Blutige Hände, da liegt noch ein Schlüssel. Und da sind Batterien. Batterien. Und der Schlüssel. Wo lockt der jetzt? Auf dem? Nee, auf dem. Ich weiß noch nicht so richtig, weiß ich immer noch nicht, was wir hier unten suchen sollen. Sollen wir was finden? Jetzt brauchen wir bestimmt hier den Schlüssel. Aha. Der nächste große Raum. Noch eine Tür. Wir gucken aber erst das erste Mal umgucken. Dort sind auch noch Türen. Welche Türen nehmen wir nun? Das ist die Frage aller Fragen. Oder war das jetzt hier? Also die Tür ist es nicht. Aber Schlüssellager jetzt hin ist, dort hier nichts blinkern. Ja. Oh, was ist das? Ah! Oh Gott! Was haben die hier unten gemacht? Was haben die hier unten gemacht? Hier ist der Schlüssel. Unheimlich. Mal, da können wir mal ein blödes Foto machen. Ja, das ist ja unheimlich hier unten. So, wo war jetzt die Tür? Ach hier. Wir kommen immer noch nicht raus, Leute. Immer noch nicht. Oh, oh, Blutspuren. Ah! Noch eine Türe. Na, mich brauchen wir jetzt nicht wieder einen Schlüssel. Nee. Oh, hier ist wieder hell. Was setze die Maschine wieder in Gang? Finde dazu die drei Hauptschalter. Ich bin, wir sind gleich tot, wenn das hier so weitergeht. Hm.
Wenn wir uns normal erschrecken, wir müssen erst mal ein bisschen warten. Gibt es hier wenigstens noch mal Batterien? Wir haben ja schon einen Balken dort, das ist ja schlimm, ist das ja. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass wir hier was haben. Und der beruhigt sich jetzt gar nicht wieder. Oder? Steigt der Balken wieder oder steigt er nicht? Das ist hier die Frage aller Fragen. Das ist spannend, weil wenn man jetzt, ich will ja nicht, dass dann noch einmal hier durchlaufen, das wäre ja schlecht. aber wir können es ja auch nicht speichern, das geht ja auch nicht. wir müssen ja weiterspielen, ob wir nicht wollen oder nicht. So, von hier vorne sind wir reingekommen, wie es aussieht. Jetzt haben wir die drei Hauptschalter und was müssen wir nun machen? Ich weiß so die Zahl nicht. Hä? Wo ist dann der Code? Die Hauptschalter haben wir gefunden, aber was müssen wir jetzt eingeben? das ist jetzt gut. Was müssen wir jetzt eingeben? Muss es da irgendwo einen Hinweis geben, ne? Also würde ich jetzt mal so behaupten wollen. Weil sonst wäre das ja ein bisschen komisch, wäre das ja schon. Ach, die Schalter müssen wir finden. Da war das so ein Schalter. Da war das. Ach so, hier waren wir ja. Müssen wir ja etwa noch mal rausgehen oder was? Na, die Schalter waren es nie, wenn sie ja bloß irgendwelchen Quatsch machen. So, hier sind wir rein, hier haben wir noch eine Tür. Da wollen wir uns nochmal erschrecken. Hm.
Stunden. Finde den letzten Schalter. Ja. Walter, wir suchen den letzten Schalter. Die. Da gehen wir vielleicht mal dem Kabel hinterher. Ja. Hier ist noch eine Türe. Pst. Oh, Batterien, da können wir erst. Hier ist noch ein Schlüssel, aha. Nehmen wir. Man weiß, wozu wir den brauchen. Zum Flüchten. Und erschrick jetzt nicht. Wenn du hier, wenn ich den Mist jetzt nochmal machen muss, habe ich keine Lust jetzt zum Schluss. Wir haben gesagt, wir wollen der Leitung folgen. Du, ich sag dir's. Gut, finden wir dann zur Maschine wieder zurück? Hier ist noch eine Tür. Ah, dafür war der Schlüssel. Oh, was ist denn das? Hier ist noch ein Schalter. Was, die Kombination war falsch? Finde die richtige Kombination? Ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Wo findet man da den Hinweis? Ah, hey, das ist ja jetzt ein bisschen verwirrend ist mir das jetzt. Wo soll ich denn die Kombination hernehmen? Wo stand die irgendwo? Haben wir wieder was überlesen? Wo soll ich denn das suchen? Wo soll man das suchen, bitteschön? Da kannst du doch ewig alles probieren. Ist jetzt der Schalter auch aus oder ist das jetzt... Sonst machen wir nämlich andersrum, nehmen wir den Schalter aus hier. Dass wir nicht immer ein bisschen hinterlutschen müssen. Na, wo ist denn das Brett? Wo sind jetzt die Türe hin? Ja. Ach, hier steht was. 498 steht hier an der Tafel. 498. Ja, das probieren wir nochmal. 498. Das jetzt hier und auf der anderen Seite. Orientierung. 0 Punkte. Ach hier, 498. Da gucken wir mal drum. Hier. 9. So, jetzt bin ich schon mal gespannt. Hast du schon die Orientierung verloren? Dem Kabel hinterher. Ich sehe die Batterie. Wo waren wir denn nun? Wo war denn der letzte Schalter?
So, haben wir Sitz? Was finden die beiden anderen Schalter? Hat sie wieder ausgemacht? Oh nee, Leute. Oh, das ist so nervig. Mann, jetzt hat sie die wieder ausgeschalten. Mensch, wo war denn das jetzt wieder? Ja. Ja, hier haben wir das, den Code her. 498. Mensch, wo waren denn jetzt die anderen Schalter? Himmel, Donnerwetter. Oh, ich hab keinen Bock mehr, ja. Nee. Vergessen, Leute, ich habe es wieder vergessen, weil ich ein bisschen dämlich bin. Jo. Na? Was passiert jetzt? Na, was passiert jetzt? Huch. Mhm. Jetzt sind wir tot, oder was? Die Puppe, da ist die Puppe. Im Wald liegt die Puppe. Na sowas. Da ist die Puppe. Meine Lieben, da haben wir es doch Tatsache geschafft. Da ging die letzte Folge noch mal etwas länger. Was ja schon mit dem Gold. Aber ja, da hätte man es ja, meine Güte. Ja, naja, das war ja gar nicht schlecht, das Spiel, muss ich mal so sagen. Obwohl dann zum Schluss eben mit dem ewigen Gesuche, wenn man immer wieder alle Räume abklappern muss, ist es ja dann doch etwas... Etwas, wie soll ich denn sagen? Naja, doch, dann. Abtöten. Ach, ja. Aber wir haben es geschafft. So, dann lassen wir hier noch ein bisschen Abspann laufen. Oder laufen, nicht? Ne, laufen. Sechs Sachsen. Nur ein bisschen Sechs. Trinken wir einen D aus hier, der ist ja eh fast alle ist hier. Ah, ja. Nun. Qualität. Ja. Naja, nun.
Was auch immer. Ja, ja, meine Lieben, da hoffe ich, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht hier. Ein paar Schreckmomente waren ja schon dabei, nicht? kann man ja nie anders sagen, nicht? Kann man ja nie anders sagen, dass eben das... Ja, meine Lieben. Ich werde mich hier schon mal verabschieden. Lassen wir das in Ruhe raus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat genauso viel Spaß gemacht wie mir, alles zu gucken. Däumchen hoch, nette Kommentare wie immer. Glocke anmachen. Und vielleicht ein oder andere neuer Abonnent. Ja, danke ich wie immer fürs Zuschauen und so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.